Hallo zusammen und es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich habe aus Woche 7 ja noch die Herausforderung offen, mit Storms Wirbelwindschub einen Gegner wegzustoßen oder mehrere und dann Schaden zu machen. Das habe ich irgendwie in Woche 7 vergessen und hatte gehofft, dass ich das jetzt irgendwie in einem Marvel-LTM machen kann. Aber dummerweise nach Patch 14.30 gibt es aktuell keine Marvel-LTMs. Das heißt, ich werde jetzt bei einer Quinjet-Landepatrouille landen und hoffen, dass ich in den Stark-Drohnen diesen Wirbelwindschub finde. Ansonsten wird diese Herausforderung schwierig werden. Sobald ich den Wirbelwindschub habe, wird es einfach sein, denn der Gegner muss nur damit weggeschleudert werden und dann mit irgendeiner anderen Waffe drauf auf den Gegner. Das Ganze müssen wir natürlich dann ziemlich oft machen. Die Empfehlung von Epic ist, das Ganze in Teams zu machen, damit das wahrscheinlich alle gleichzeitig machen können und man sich gegenseitig dann dabei hilft. So, Storms Waffe, den Wirbelwindschub hätte ich jetzt. Jetzt brauche ich nur noch Gegner. So, das hat jetzt gerade so geklappt. Ich hatte mit diesem Gegner hier eigentlich gar nicht gerechnet. Ich dachte, draußen wäre einer. Dann probiere ich gleich nochmal den nächsten. Ich meine, draußen hätte ich noch einen gehört. Aber irgendwie wird der Schaden nicht so wirklich angezeigt. Vielleicht dauert das ein bisschen. Puh, wieder mehr Glück gehabt als sonst was. Das waren jetzt so 133 Schaden. Es wird also dauern. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.